Ja, warten wir noch gerade die 2 Minuten, 2 Sekündchen hier. Schön, dass ihr hier seid. Ich möchte euch heute einen ganz kurzen Schnelleinstieg in CSS Transitions und Animations geben. Keine Sorge, ist kein Hexenwerk, ist sehr einfach eigentlich, wenn man einmal weiß, wie es geht. Kurz zu mir, ich bin Lukas, 24, Frontend Developer und Designer. Komme aus dem wunderschönen Köln, haben auch einen Dom. Ich spiele ganz gern Fußball und sonst, ja, stehe ich jetzt gerade hier. Für alles ist wirklich ein Crashkurs. Also wenn ihr theoretisch, also wenn ihr mit Transitions und Animations umgehen könnt, dann wird nicht so viel Neues kommen, weil das gibt nicht so unfassbar viel Neues her. Das ist halt eine Spezifikation, die ist durch und das ist jetzt auch kein riesen komplexes Gebilde. Da keiner aufsteht, finde ich das ganz praktisch. Dann seid ihr ja richtig. Darum soll es heute gehen. Das sieht jetzt erstmal super viel aus. Wir wollen, wie der Name sagt, über Transitions sprechen, über CSS Animations und kurz vorher über CSS Transforms. CSS Transforms sind Möglichkeiten, quasi HTML-Elemente in irgendeiner Form zu transformieren mittels CSS. Da gibt es einmal das Property Rotate, das, wie der Name schon sagt, halt ein Element dreht. Scale, was es skaliert. Skew ist so ein fieses Verzerren in einem gewissen Gradwinkel. So ein falsches Kursivstellen quasi, ist ganz furchtbar eigentlich. Und es gibt noch Translate, das hat nichts mit Übersetzen zu tun, sondern verschiebt ein Element in die X, Y oder Z-Richtung um Betrag N. Also, und wir sprechen vorher kurz über Transforms, weil am Ende gibt es dann noch einen kurzen Teil über Performance und Animations und Transitions. Und die Transforms sind quasi der Shit, wenn man sagt, man möchte auch irgendwie Animations und Transitions haben, die vielleicht noch auf einem Samsung Galaxy S2 laufen und nicht nur auf dem iPhone X, weil die da den Rechner bei der Berechnung dann doch dezent entlasten. Genau, was sind überhaupt CSS Transitions und Animations? Eine Transition, das ist ein Übergang. Also da wird quasi nur ein, ist ein Übergang zwischen zwei festgelegten Werten. Das heißt, man hat Ausgangswert X und Endwert Y und der Wert dazwischen wird quasi automatisch interpoliert mit Hilfe des Rechners. Das heißt, wenn man irgendwie, man stellt sich vor, man möchte innerhalb von einer Sekunde von einer 1 zu einer 2 springen oder von einer 1 zu einer 3, dann werden die ganzen Zwischenwerte aller 1,01, 1,02 halt automatisch berechnet und gehören zur jeweiligen Stelle. Animations, und wichtig ist, es gibt da halt nur Ausgangswert und Endwert, den man bestimmen kann, also von A nach B. Animations hingegen ist eine Animation mit beliebig vielen Zwischenschritten, die man definieren kann. Das heißt, man hat irgendwie bei seinen Keyframes, wenn man sonst was mit Motion Design macht, ist das die klassische Keyframe-Animation. Also man bestimmt Punkte, an denen ein Element wie folgt aussehen soll und davon kann man theoretisch so viele setzen, wie man möchte innerhalb von einem gewissen Zeitraum. Grafisch sieht das Ganze dann so aus, das ist eine Transition, wir haben Punkt A und rennen zu B. Und eine Animation könnte auch so aussehen. Also das könnte jetzt bis Z oder sonst wohin gehen. Das ist völlig wurscht. Genau. Ich habe dazu ein paar Beispiele. Ich habe so eine nette CodePen Collection vorbereitet, wo ihr später alle den Code euch nochmal angucken könnt, wenn ihr das möchtet. Wo man mal so klassische Gebiete davon sieht. Ich glaube, sowas kennen die meisten. Man hat irgendwie so eine Card oder so und klickt dann über den Button und der wird auf einmal größer oder verfärbt sich. Das ist so ein klassisches Beispiel für eine Transition, wo das einfach super oft genutzt wird. Eine Animation kann beispielsweise komplexer sein. Das hier ist eine Loading-Animation von der Joomla-Bildmarke. Das ist einfach nur pures CSS, ein paar Diffs und danke. Kann man sich auch alles nochmal anschauen, aber beispielsweise da sieht man auch schon, dass Transitions öfters, also eigentlich in 99,9% der Fällen, irgendwie Event basierend sind. Also man muss irgendwas machen, um sie auszulösen. Und Animations, die können, wie jetzt die wunderbare Loading-Animation, ewig vor sich hinrennen. Die werden auch nicht müde, die machen das immer weiter. Also das hier ist das HTML, das ist 17 Zeilen. CSS ist jetzt. Also das hier ist quasi der Code, den ich animiere. Also es sind insgesamt mit allen Beschreibungen für Body und Fills und so ein Kram 65 Zeilen. Also das ist jetzt, das ist nicht viel. Es ist auch, also die Technik ist an sich überhaupt nicht komplex. Man muss nur einmal verstanden haben, wie es funktioniert und ab dann ist es ein bisschen Try and Error. Und
Vor allen Dingen ist es ab dann eine Menge, da komme ich später zu, es fühlt sich ganz lange, fühlen sich so Animations irgendwie nicht richtig rund an und das ist eigentlich das Nervige, aber auch irgendwie das Witzige. Genau. Genau, aber sowas von. Man denkt die ganze Zeit, ja, warum das oft kein was, wie das rausfährt, das ist noch nicht so richtig. Und dann sitzt man da im Zweifelsfall eine halbe Stunde und tippt irgendwie 0,05, 0,07, bis man irgendwann happy ist. Ja, aber das macht es dann irgendwie, irgendwann kriegt man da auch so einen fiesen Fetisch. Also das ist nicht gut, aber eigentlich ganz witzig. Genau, wie schon gesagt, kurz zu den Transforms. Es gibt Rotate, Scale, Skew und Translate. Wir gehen die jetzt ganz schnell durch, damit ihr einmal die Syntax gesehen habt. Man hat Selector XY, Punkt Class beispielsweise. Und dann setzt man Transform, sagt, also jetzt im Fall von Translate, was ein Element verschiebt, Translate und dann ein Pixelwert, das kann ein Prozentwert sein, das kann einfach Wert n sein, der jetzt in dem Fall das Ganze um 90 Pixel auf der X- und Y-Achse verschieben würde. Davon gibt es noch Abwandlungen. Es gibt Translate X, was auf der X-Achse verschiebt, Translate Y, was auf der Y-Achse verschiebt. Es gibt Translate 3D, wo man dann auf X, Y und Z-Achse gleichzeitig verschieben kann. Wow. Genau, das ist so dass die Magic von Translate. Es gibt Rotate, da sagt man einfach... Translate ist... man verschiebt es auf der Z-Achse. Ist dann halt mit Perspektive... Ja, wird dann... Kann man aber auch einfach mal ausprobieren. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man das auch mit anderen Werten kombiniert. Deck ist krass. Das ist jetzt auf Rotate bezogen. Da sagt man halt Transform, Rotate und gibt einen gewissen Gradwert an. Und Deck, also Grad wird halt in dem Fall einfach Deck geschrieben. Das ist da die Degree davon wollen sie es haben. Genau, das ist jetzt einfach um 45 Grad. Da kann man auch negative Werte eintragen. Das kann man auch beim Translate machen. Das sind einfach nur Wert n oder Grad n. Also da kann man eintragen, was immer man möchte, solange der Browser was damit anfangen kann. Dann gibt es Scale. Das skaliert ein Element auch. Wichtig ist dabei, man skaliert quasi nicht im Prozent, sondern macht das über die Dezimalzahl 1 Punkt irgendwas. Also wenn man Scale 1 hat, dann ist es der Initialwert mit 100% Größe. 1.1 wäre eine Skalierung auf 110%. Immer basierend vom Ausgangswert 1. Das ist da vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend, wenn man dann 100 einträgt und auf einmal so ein Element hat, weil man denkt, warum? Aber was da auch noch ganz spannend ist, ist hier auch mal angeführt, es gibt immer eine Transform Origin. Das ist quasi der Punkt, von dem aus die Transformation berechnet wird. Wenn man jetzt, also das macht zum Beispiel bei der Skalierung oder bei der Rotierung vor allen Dingen, erkennt man es gut, wenn man jetzt ein Viereck hat, muss ich das vorstellen, und dreht um den Ankerpunkt, rotiert etwas anders, wie wenn man es aus der Mitte macht. Einfach mal anschauen, also kann manchmal Leben retten. Und das Letzte, was es ist, ist Skew. Das ist, wie gesagt, so eine fiese Verzerrung. Das sieht aus wie ein falsches Kursivstellen. Es gibt dafür Anwendungsfälle, aber mir schließen sie sich noch ganz. Aber ist nicht schön. Genau, ich habe dazu auch kurz, damit man das einmal kurz gesehen hat. Geht das so? Ja. Wo man das einmal erkennen kann. So sieht Rotate aus. Es dreht sich einfach. Das standardmäßig ist, das ist die Transform Origin. Standardmäßig ist es immer der Mittelpunkt des Elementes. Wenn man aber jetzt sagt, zum Beispiel Transform Origin 0, 0, dann wäre es ausgehend von der X-Achse Pixel 0 und von der Y-Achse Pixel 0, also die obere linke Ecke. Weil da theoretisch das Koordinatensystem anfängt. Das fängt links oben an, genau. Dann gibt es Scale, da wird es halt größer oder kleiner. Beim Translate verschiebt sich es ganz leicht jetzt in dem Fall. Und bei Skew kommt diese Schrägstellung, die Freude macht. Genau, jetzt haben wir sind die Transforms soweit klar? Gibt es dazu Fragen? Fragt einfach, dafür stehe ich hier rum. Genau, dann möchte ich jetzt natürlich Bewegung auf meine Seite bringen, weil deswegen möchte ich Transitions und Animations in irgendeiner Form benutzen. Das heißt, ich habe meine Klasse, mein Selector Class und sage standardmäßig, hätte ich mir jetzt auch sparen können, aber hast du Transform Scale 1, das heißt, du hast 100% deiner Größe, die du normal auch hättest. Und dann sage ich aber, wenn ich über dich drüber hover,
dann hast du ein Scale, also bist du 110% oder 10% größer. Wenn ich das jetzt so runterschreiben würde und würde mit der Maus über das Element fahren, dann wäre das ein schlagartiger Sprung von 100% auf 110%. Es wird einfach aufploppen. Und jetzt kommt die Magic. Transition, hell yeah. Theoretisch kann man das mit allen CSS-Properties machen, diese Transition. Also über diesen kleinen, über diese eine Zeile sagen wir halt jetzt einfach, deine Übergänge gestaltest du ab jetzt bitte flexibel von einem Wert zu einem anderen. Ab jetzt wird es berechnet. Das heißt, wir haben einen Initialwert, Transform Scale 1, wir haben einen Endwert, Transform Scale 1.1. Und wir sagen, liebes Element, du hast eine Transition auf den Wert oder den, das Property Scale in dem Fall, auch wenn da Transform stehen müsste, aber ist egal, über den Zeitraum 0,25 Sekunden. Das heißt, innerhalb von 0,25 Sekunden wird jetzt unser Element um 10% vergrößert. Genau, das heißt eigentlich die komplette Magic steht hier, weil vorher hat man ja wahrscheinlich auch schon irgendwie mit Hover-Effekten gearbeitet, sei es ein Button eingefärbt oder sonst irgendwas verschoben. Nur in der Transition ist es halt einfach ein flüssiger Übergang von A nach B. Das war's. Das steht nicht im Hover drin, weil sonst wird es ja erst greifen, wenn du mit der Maus drüber bist und dann funktioniert es nicht. Also es muss quasi vorher stehen, damit er von Anfang an weiß, dass er sich verändern soll und nicht erst, wenn du mit der Maus drüber gehst. Aber ja, nicht im Parent, also es ist ja dasselbe Element in dem Fall, ist es nur mit dem Pseudo-Hover drüber. Es muss ja im Mutterelement drin stehen, dass den da, Also nicht im Pseudo-Element, genau, sondern im Standard-Element. Und dann ist es ganz einfach, Wert A, Wert B und ich sag Transition. Fertig. Ihr wart, das war's. Nein, also nochmal kurz. Wir fragen immer bei der Transition, was soll animiert werden und dann in welcher Zeit. Und hier bei, wenn wir jetzt sagen, man kann auch All eintragen, muss man sich keine Gedanken machen, weil es werden immer nur die Properties mit einer Transition ausgestattet, die hier stehen. In dem Fall halt jetzt Scale. Wenn da All steht, dann macht das einfach mit allen Properties, muss man nicht lange nachdenken. Es ergibt aber schon Sinn zu schauen, welche Properties davon betroffen sind, eben wegen Performance. Sonst denkt der Browser, da wird sich alles verändern und kriegt einen Riesenschock und wird langsamer. Das kann man aber auch komplett individuell kombinieren. Also wenn man jetzt sagen würde, ich habe noch die Farbe dabei, dann würde hier Scale 0,25 Sekunden stehen und beispielsweise dann einfach ohne alles Color 0,5 Sekunden. Also man kann die einfach hintereinander schreiben, ist völlig wurscht. Aber so kann man es theoretisch auch individuelle Transition-Zeiten für verschiedene Properties verwenden. Das ist das, was manchmal ein bisschen nicht wissen oder verwirrt oder denken, jetzt kann ich ja noch coolere Sachen machen. Genau, das ist das, was ich eben meinte. So sieht quasi die Timeline von einer Transition aus. Man hat Startwert, Endwert und beispielsweise jetzt nach 0,125 Sekunden hätte das Element ein Scale von 1,05. Den ganzen Kram müssen wir aber nicht schreiben, sondern das berechnet der wunderbare Browser für uns und erleichtert uns damit die Arbeit dann doch dezent. Genau. Wichtig hierbei ist aber, das funktioniert nicht bei binären Werten. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel hier. Wir haben, das wäre so ein Klassiker für ein Dropdown-Menü, dass man sagt, ich möchte, dass man hat eine Header-Bar und das Dropdown-Menü soll langsam eingefadet werden. Dann könnte ich ja denken, hey, am Anfang hat mein Dropdown hat ein Display None, weil es soll erst gesehen werden, wenn ich quasi über das Elternelement gehe und dann hover ich drüber und dann kriegt es ein Display-Block. In dem Fall ergibt es sowieso keinen Sinn, weil du kannst nicht über None hovern, aber so vom Prinzip her, was passiert wohl? Ich habe es mal illustriert, das Ergebnis ist relativ ernüchternd. Das ist hier. Und zwar habe ich gesagt, also man sieht das hier, wir haben ein Card Content und ein Card Content Hidden. Und ich sage eigentlich nur, dass wenn ich über Card Content hover, soll dieser Card Content Hidden eingefadet werden über Display Block bzw. Display None. Und wenn ich das mache, ist keine Transition zu sehen im Sinne von einem Fade-In-Effekt oder so, einfach weil Display-None und Display-Block hat keine Zwischenwerte. Es gibt da halt Display-None und Display-Block und da kann der Browser auch in der Zwischenzeit einfach nichts berechnen, da ist nichts. Das hat keinen, bringt nicht so wirklich was. Und das sind halt, das muss man halt wissen, das ist noch so ein Klassiker. Genau, das kann man über die Opacity lösen, aber nicht über so ein, das hat mich am Anfang, als ich gedacht habe, so warum machst du das? Ich war mir halt
ich habe halt einfach damit gerechnet, dass wenn ich Display Block und Display Non habe, dass der Browser schon so klug sein wird, wenn er es schafft, diese Zwischenwerte zu berechnen, dass der sich auch auf die Idee kommt, dass ich das langsam einfaden lassen will. Genau, das kann man dann über Opacity lösen und über die Visibility. Da hat man dann einmal von hidden und nicht hidden und dann mit der Opacity. Tada! Funktioniert auch. Das heißt, Transitions funktionieren nur da, wo Zwischenwerte berechnet werden können. Sonst ist es Schmoren. Noch so ein Klassiker ist die Height, wenn man versucht, irgendwie von Height 0 auf Height Auto zu berechnen. Das klappt halt auch nicht, weil der Browser auch die Zwischenwerte, also die gibt es für den halt nicht. Wenn man da drum rumspielen will, man kann mit der Min-Height und Max-Height da versuchen zu arbeiten. Je nach Use Case kann man damit viele Probleme lösen. Und was noch nicht funktioniert, ist ein Background-Image zu animieren. Von Bild 1 zu Bild 2, beispielsweise in einem Slider oder so. Da passiert dann leider keine Bild-Magic und das fadet ineinander in. Das können die Browser auch nicht. Und das funktioniert leider auch nicht bei Verläufen. Genau, dann müsstest du aber zwei Elemente haben, die du quasi, wo das eine zu der einen Zeit ausfällt, wenn du das andere einblendest. Aber du kannst nicht das Background-Image von einem Element von A nach B faden lassen. Das wäre einfach nur ein harter Übergang, so puff. Weil der sich auch quasi nicht der müsste ja dann die Pixel zueinander mappen und das irgendwie, das kann er nicht. Macht er nicht, hat auch keine Lust zu. Und ist auch, glaube ich, irgendwann ein bisschen, das kommt vielleicht noch, aber bei Gradients funktioniert es auch nicht, wo man sich vielleicht noch denken könnte, dass er das irgendwie berechnen kann. Aber da sagt er auch, no. Das sind so die Klassiker, die man hat, Display Non, Height, Width, also alle Werte mit Auto irgendwie, das klappt meistens nicht so richtig gut. Und jetzt wird's cool, wir haben jetzt gesagt, wir vergrößern unser Element innerhalb von 0,25 Sekunden auf einen Wert von 150%. Jetzt gibt's noch sowas wie die Transition Timing Function. Prinzipiell ist es erstmal so, dass wenn man das hier schaut, dass das ganz linear abläuft. Also wirklich zu Sekunde 0 habe ich Scale 1, zu 0,25 habe ich Scale 1,1, dann habe ich in der Mitte der Zeit auch genau den mittleren Wert des Übergangs. Man kann das mit einer Transition Timing Function, wie soll man sagen, manipulieren, ist glaube ich das richtige Wort. Und dazu habe ich auch ein Beispiel, damit man das irgendwie mal versuchen kann nachzuvollziehen. Transition Timing Functions. Man erkennt das leider, es ist sau viel, deswegen bringt es manchmal, also es gibt insgesamt 7 verschiedene Werte. Ich lasse das einfach mal gerade durchlaufen. Dann erkennt man schon, dass die sich leicht unterschiedlich bewegen. Ich kann die mal gerade erklären. Es gibt linear, das ist der Standard. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Es ist ein linearer Ablauf der Bewegung. Beim Ease ist es so, er beschleunigt. Also am Anfang läuft die Animation schneller ab, dann wird sie immer langsamer. Beim Ease-In ist es genau andersrum. Da wird sie erst langsamer und dann schneller. Ease-Out ist vergleichbar mit Ease. Den genauen Unterschied habe ich noch nicht genau verstanden. Bei Ease-In-Out ist es so, sie wird erst schnell, wird dann ganz langsam und dann wieder ein bisschen schneller. Und Step Start und Step End sind Sonderfälle, weil da habt ihr das gesehen, da wird quasi, das ist keine flüssige Animation, sondern da wird es in Steps gemacht und mit Step Start sagt man, führ den Step am Anfang aus und mit Step End mach ihn dann nach 0,25 Sekunden. Das kann spannend sein, wenn man dann irgendwann später mit SVG-Animationen Bilder zeichnen möchte. Bitte? Da gilt, probiert es einfach aus, was gut für euch funktioniert. Das ist das, wo ich meinte, am Ende sitzt man da und ist nur mit Timing beschäftigt, bis man wirklich denkt, der Kram soll sich noch ein bisschen runder anfühlen. So richtig Togo ist das noch nicht. Da gibt es einmal die Transition Timing Function und es gibt ein Transition Delay. Ich glaube, es ist halt einfach eine Verzögerung der Animation. Wenn ich jetzt sage, da ist ein Transition Delay mit einer Sekunde drauf, dann wird die Transition erst eine Sekunde später ausgeführt, nachdem ich das Event quasi ausgelöst hätte, also beispielsweise mit einem Hover. Kann zum Beispiel auch bei Dropdown-Menüs ganz spannend sein, wenn man sagt, die soll nicht direkt wieder einklappen, wenn ich mit der Maus ganz kurz davon weggegangen bin, weil das nervt die User meistens. Und jetzt habe ich einfach mal, also ein Use Case wäre jetzt ein ganz Klassiker wäre halt einfach ein Off-Canvas-Menü. Ich habe da mal so eine Kleinigkeit gebaut.
vom HTML her ganz einfach. Es ist nur eine Headerbar. Da drin ist ein kleiner Button, der ist leider abgeschnitten. Da steht Navigation öffnen. So, manche kennen es auch mit drei Strichen und nennen es Hamburger-Icon. Und dann hat man hier so ein Off-Canvas-Menü, was halt bei Klick ein- bzw. ausgefahren werden soll. Prinzipiell ist das jetzt alles nur CSS-Transitions-Zeug. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, beim Klicken auf den Button habe ich per JavaScript ein kleines Skript geschrieben, das halt auf den Body eine Klasse wirft, damit ich was ansprechen kann. Weil ich kann das ja nicht über einen Hover oder sonst was machen, dass ich so ein Off-Canvas auslöse, weil das wäre relativ witzlos, sondern muss das schon per Klick irgendwie ein Event an irgendwas dran heften. Aber prinzipiell passiert jetzt nichts anderes, außer dass hier aktuell steht Body und gleich steht dann da Body Class Active Nav. Also das ist nur eine Klasse, die draufgeworfen wird, beziehungsweise wieder entfernt. Und jetzt, wenn ich hier... Bitte? Genau, könnte man auch. Muss halt... Ich habe es jetzt mal so kurz gelöst. Also das ist jetzt auch kein Hexenwerk, das JavaScript, das sind drei Zeilen. Genau, habe mir hier mein Off-Canvas gebaut und habe ja hier oben, also das ist ganz normal, fix positioniert am linken Bildschirmrand, hat einen Abstand nach oben von 40 Pixeln. Kann man das lesen oder soll ich es größer machen? Genau, hat einen Abstand nach oben von 40 Pixeln. Halt, um nicht über der Headerbar zu liegen, jetzt nichts Wildes. Und hat eine Width von 300 Pixeln. Und jetzt kann ich hier einfach mal eine Transition drauflegen und sage Transition, weil den Effekt, den ich erzielen möchte, ist ja quasi, dass das rausfährt, beziehungsweise wieder reinfährt ins Bild. Leg da mal eine Transition drauf mit Transform 0,5 Sekunden. Heißt, wenn ich was am Transform-Ding verändere, soll es innerhalb von einer halben Sekunde Wert A bzw. Wert B annehmen. Und sag Transform Translate X minus 300 Pixel. Und dann, damit schiebe ich mir halt einfach nur initial das Off-Canvas aus dem Bild raus, weil es soll denn nur dann zu sehen sein, wenn ich den Button anklicke. Und jetzt kommt schon die ganze Magie. Jetzt habe ich hier oben mein Body und sage Body.ActiveNav, einfach um den Body mit der entsprechenden Klasse anzusprechen. .OffCanvas, um an das Menü zu kommen. Transform Translate X0. Und dann kann ich damit ein OffCanvas ein- und ausblenden. Keine große Magie, aber das ist so einer der Use Cases, wo ich den Kram eigentlich immer benutze und der sich gefühlt durch mein Leben zieht und mich verfolgt. Gibt es dazu Fragen? Also das ist halt, wenn man irgendwie dann so Frontend-Kram macht, passiert das irgendwie ganz oft, dass man sich per JavaScript oder halt diese Pseudo-Elemente à la Hover, Focus, was auch immer es da geben mag, quasi so ein Event simuliert oder halt tatsächlich baut und entsprechend einfach meistens nur so zwei, drei kleine Dinger ändert. Kein riesen Hexenwerk. Und ja, das war es schon zu Transitions tatsächlich. Mein Tipp da, probiert es einfach aus. Also die Grundlogik ist so super einfach, dadurch, dass man einfach mit der einen Zeile quasi flüssige Animationen da reinbringen kann. Probiert es aus und dann wird es euch so schnell so klar. Bisschen spannender sind da schon Animations, weil die verfolgen ein bisschen anderes Prinzip. Bei den Transition war es ja so, wir haben immer eine Transition einem festen Element zugeordnet. Bei Animations ist das leider ein bisschen anders. Das können wir überspringen. Da sieht das Ganze nämlich so aus. Wir haben eine Animation und die können wir flexibel jeglichen Elementen zuordnen, wo wir gerade Lust drauf haben. Das heißt, das ist nicht auf ein Element beschränkt. Das ist am Anfang ein bisschen tricky, wenn man von den Transitions kennt und die ganze Zeit verzweifelt versucht, seine Animations da reinzuknüppeln. Das ist halt einfach getrennt. Aber dann funktioniert das eigentlich ziemlich einfach. Also wir haben im ersten Schritt, wird die Animation beschrieben. Also wir haben so eine Art Animationsdeklaration, wo wir halt sagen, liebe Animation, du hast die vier Keyframes und in den vier Keyframes hast du die und die Werte. Und dann im zweiten Schritt machen wir eine Zuordnung an dem entsprechenden Selektor selber. Die Deklaration von so einer Animation sieht eigentlich ziemlich einfach aus. Wir sagen add keyframes und dann
Animationsname, da kann alles stehen, wo wir lustig sind. Wir können beliebig viele Animationen schreiben und dann irgendwo einbinden. Und dann funktioniert das Ganze über Keyframes. Das heißt, wir haben eine Animation, die geht von 0% bis 100%, so von der Timeline her muss man sich es vorstellen, und kann dann halt sagen, an Punkt 0 hast du die und die Werte, nach 15% deiner Animationslaufzeit hast du die Werte und nach 100% dann die nächsten. Eigentlich auch ziemlich straightforward. Wenn man keinen Bock auf Keyframes hat, kann man auch einfach sagen from to, dann kommt das Ganze in der Transition eigentlich ziemlich nah, hat nur den Vorteil, dass man nicht auf diese Hover oder andere Events angewiesen ist, sondern kann die einfach immer losschießen, wann man lustig ist. Ist das soweit klar? Ist das verständlich? Super. Und dann, nachdem wir uns jetzt hier unsere Animationname geschrieben haben, hier hätten wir jetzt super fancy Zeug reingeschrieben, gehen wir wieder zurück zu unserem Selector und sagen, du hast eine Animation mit dem Animationsnamen Animation Name, die von eben kann man wieder eintragen, was man möchte, und gibt dann noch die Animation Duration an. Das ist die Zeit, die die Animation ablaufen soll, über die Animation ablaufen soll. Auch da können wir beliebig eintragen, was wir wollen, und können so theoretisch auch dieselbe Animation auf verschiedenen Elementen in verschiedener Zeit ablaufen lassen. Das ist relativ flexibel und kann an manchen Stellen ganz cool sein, weil man halt einfach nicht so Unmengen an Code schreiben muss für jedes Element neu, weil oft ist es so, dass dann Animationen doch schon ziemlich ähnlich sind. Neben der Animation Duration, so einfach geht's nämlich, gibt es aber noch, ähnlich wie bei der Transition, auch ein Animation Delay. Dann wird die Animation halt eine halbe Sekunde später rausgeschossen. Es gibt eine Animation Direction. Darüber sagen wir, in welche Richtung so eine Animation ablaufen soll. Da gibt es Forwards und Backwards. Ist halt relativ klar. Einmal läuft sie vorwärts ab von 0 zu 100%, beziehungsweise von from to, und einmal läuft sie rückwärts ab. Genau. Es gibt einen Animation Fill Mode, und das ist ganz spannend. Das hat mir mal ein paar Stunden meines Lebens gekostet, bis ich das verstanden habe. Theoretisch ist es so, wenn so eine Animation von A nach B abläuft, springt sie immer wieder an ihren initialen Wert A zurück, den man am Anfang dem Element mitgegeben hat. Wenn man jetzt aber beispielsweise, man kommt auf eine Seite und sollen irgendwie, ich kenne Kunden, die wollen, dass dann so Flaschen erscheinen und größer werden, sich an einer gewissen Position festmachen. Dann müsste man, wenn man das über eine CSS-Animation macht, halt den Animation Fill Mode Forwards mitgeben. Der beschreibt nur, wenn die Animation durchgelaufen ist, bleib gefälligst da, wo du am Ende warst. Der bleibt dann hinterher stehen. Der bleibt dann hinterher an der Stelle stehen, wo das Element die Animation beendet hat, genau. Sonst wird er einfach hart zurückspringen. Also es wird dann auch nicht nochmal zurück ablaufen, sondern das macht halt komische Ergebnisse und hat mich am Anfang ein wenig verwirrt, weil ich der festen Überzeugung war, das muss ja dann stehen bleiben. Das war ja der letzte Wert, den ich dir mitgegeben habe. Es gibt den Animation Iteration Count, der besagt, wie oft so eine Animation ablaufen soll. Es kann ja auch sein, dass man jetzt möchte, dass eine Animation 3 oder 4 oder 5 Mal abläuft. Oder wie eben im Fall von diesem Loader, der ist ja immer weiter gelaufen. Es gibt also auch den Animation Iteration Count Infinite, der dann halt... Aber das sollte das letzte Frame so ausschauen wie das erste, weil sonst hüpft es ja, oder? Ja, genau. Das ist dann halt... Das muss da eine Schleife sein, wenn man sagt, man möchte halt loopende Animationen haben, dann ist es immer so, dass Wert 0 und 100 am besten Fall ähnlich sein sollten. Was man halt sonst machen kann, das sieht ihr auch gleich noch, man kann eine Animation erst vorwärts ablaufen lassen und dann wieder rückwärts. Und darüber kann man halt auch so einen Loop vortäuschen. Es gibt den Animation Playstate, da gibt es läuft und läuft nicht, also paused bzw. nicht paused. Habe ich ganz wenig Use Cases für bisher gehabt. Aber es gibt ihn auf jeden Fall. Und es gibt auch hier die Animation Timing Function. Die funktioniert analog zur Transition Timing Function. Es gibt da einfach wieder Begriffe, die man eintragen kann, à la linear, ease in, out, ease in. Da gibt es bei der insgesamt, glaube ich, so um die 30. Man muss es einfach ausprobieren und sich mal angucken, was in dem Fall, wo man gerade irgendwie dran ist, was da gut funktioniert oder eben auch nicht. Das ist viel Spielerei. Aber das bedeutet, dass die 0 und 100% unterschiedlich schnell ablaufen, oder was? Die Animation Timing Function bezieht sich immer auf den kompletten Ablauf der Animation. Das ist auch das, was ein bisschen schade ist. Man kann die quasi nicht pro Keyframe animieren, sondern nur komplett. Also das heißt, bei Ease and Out wäre es jetzt so,
die Animation würde wieder ganz langsam. Genau. Also das bezieht sich immer auf die ganze Animation. Das ist auch einer so der Schwachstellen, wenn man ganz advanced animieren möchte, dass man das nicht pro Keyframe machen kann, ja? Selbst bearbeiten und es dann da reinkopieren. Cubic BC, ja. Firefox hat das, Chrome hat das, glaube ich, gerade nachgerüstet. Und sonst, wenn man keinen Bock hat, das in den DevTools zu machen, weil es zum Teil ein bisschen nervig ist, kann man das auch mit einem kleinen Tool machen. Das heißt nämlich, das ist, also ich lade die Slides gleich hoch, dann könnt ihr euch den Link daraus ziehen. Man kann diese Timing-Function halt auch selber definieren über 4 so Zahlen. Das ist dann so ein Graph, so ein Abstrakter, mit dem man prinzipiell herzlich wenig anfangen kann. Bei dem Tool ist es aber ganz süß, während man die verändert, da springt die ganze Zeit so ein Rechteck von links nach rechts oder irgendwas dreht sich, dann hat man quasi so eine Live-Preview von dem, wie sich der Kram verhält und kann darauf schon zumindest grob schließen, wie sich das dann bei der eigenen Animation in dem Fall verhalten würde. Und das ist das, wo ich eben meinte, ich verbringe so viel Zeit meines Lebens leider damit, diese 4 Zahlen zu verändern, bis ich wirklich glücklich bin. Einfach bis es sich wirklich rund anfühlt, weil so Animationen, die sich nicht rund anfühlen, die stören meistens viel mehr den Nutzer, als dass sie wirklich Nutzen haben. Dann sind sie auch nicht irgendwie, wo man denkt, spielerisch und schön, sondern nerven einfach nur zur Hölle. Auch dazu hatte ich was gebaut. Weiß noch nicht mehr was. Ah ja, genau, hier sieht man das mal. Alles in Action. Full-Page-View? Hell ja. Genau, das hier ist jetzt quasi der Standard, das ist auch das, was ich eben meinte mit Forwards und Backwards. Die ist jetzt einmal durchgelaufen, die Animation. Hier oben und springt dann wieder einfach hart zurück. Sonst seht ihr hier Animation Iteration Count, das ist die einzige Animation, die einfach immer weiterläuft. Alle anderen laufen halt nur einmal durch und sagen sich dann, es reicht. Und hier sieht man auch schon den Unterschied zwischen Filmmode, also ich kann jetzt mal nochmal starten und dann schaut man das beim Forwards an. Dann bleibt es am Ende da stehen, wo es soll und zack, springt nicht mehr zurück. Genau, das sind so die Basics von CSS Transitions und Animations und der Großteil da ist einfach wirklich rumspielen und keine Angst davor, weil auch was Browser Support und so angeht, man macht ja nichts kaputt andersrum. Also wenn die Browser das nicht unterstützen, ja, moi, dann ist es halt so. Dann haben sie ein Fallback und machen halt nichts im Zweifelsfall. Was aber wiederum spannend ist, also so sieht das dann aus übrigens bei dem Tool. Also man hat dann einfach so zwei so Ankerpunkte, die man verschieben kann. Und hier unterhalb würde jetzt gerade der ganze Code rausfallen, den man sich wunderbar in sein Projekt copy-pasten kann. Finde ich sehr angenehm an der Stelle, weil es das Ganze irgendwie visuell greifbar macht. Mit den Zahlen selber kann man einfach herzlich wenig anfangen. Ich habe es eben schon mal kurz angeführt, das Ganze ist performance-technisch, wenn man es richtig macht, eigentlich nicht wirklich relevant. Man kann damit aber seinen Browser bzw. seinen Rechner ganz schön zum Weinen bringen, weil wir haben das Problem, denken alle, weil wir irgendwie so techies sind, dass wir irgendwie für Leute haben nur noch iPhone 8 Plus oder irgendwelche modernen Smartphones. Es gibt aber halt auch genug Leute, die mit so einem schönen alten Samsung rumrennen, die nicht annähernd so schnell sind, von der Rechenleistung überhaupt nicht hinterherkommen. Die erfüllen völlig ihren Zweck, aber wenn man denen jetzt mit komplexen Animationen Berechnungen kommt, dann sollte man denen es zumindest möglichst einfach machen. Deswegen habe ich auch die Transform Properties angeführt, nach Möglichkeit sich darauf beschränken, entweder diese Transform Properties zu animieren oder die Opacity. Warum seht ihr nämlich jetzt? Wenn man sich nämlich mal anschaut, wie so ein Browser eine Website rendert, dann durchläuft er dabei 4 Steps. Style, Layout, Paint und Composite. In dem Schritt Style wird quasi nur zugeordnet, welche CSS-Deklarationen gehören zu welchem Element. Da passiert noch nicht viel. Beim Layout werden quasi, im Schritt Layout werden alle Properties angewandt, die Layout-relevant sind, also sowas wie Width, Height, die Positionierung die Positionierung anderer Elemente bestimmen, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, wenn sich die Breite von einem Elternelement verändert, ändert sich meist auch irgendwie die Breite von einem Child-Element. Das wird im Layout gemacht. Das ist quasi wie so eine Art Schwarz-Weiß-Ansicht der Seite, so kann man sich es vorstellen. Oder so Wireframe-artig, wo halt einfach das Layout gezeichnet wird. Dann gibt es den Paint-Prozess. Wie der Name sagt, wird da alles angemalt und die Pixel kriegen Farbe. Und dann gibt es den Composite-Schritt,
da wird das ganze Layout quasi in Ebenen unterteilt. Man hat ja sowas wie Z-Index oder sowas und quasi die Reihenfolge der Ebenen auf der zweidimensionalen Fläche bestimmt. Wenn sich jetzt irgendwas an der Stelle von dem Element Layout ändert, dann werden danach auch wieder alle Schritte durchlaufen. Also wenn man beispielsweise die Width animiert, dann wird erst die Width animiert und der Browser muss aber erst die Breite berechnen, dann die Farbe und muss dann schauen, auf welcher Ebene liegt das Ding jetzt überhaupt. Und das für alle Elemente, die das betrifft. Wenn man jetzt davon ausgeht, man hat irgendwie ein Layout, wo zwei Kästen nebeneinander sind und die Width von dem einen Element verändert sich, dann weiß der Browser leider nicht, dass das das andere Element vielleicht gar nicht betrifft, sondern der berechnet dann alles, was es theoretisch betreffen könnte. Und das kann halt prinzipiell ziemlich nervig werden und ziemlich viel Rechenleistung fordern, weil einfach viel berechnet werden muss. Bei den Transform Properties, beziehungsweise bei der Opacity, ist es so, dass wenn man die auf ein Element anwendet, die entsprechenden Elemente automatisch auf eine eigene Ebene gezogen werden, im Composite-Schritt quasi, und entsprechend andere Ebenen überhaupt nicht beeinflussen können bei der Berechnung. Das heißt, wenn man dann was an dem Element ändert, muss der Browser tatsächlich auch nur das Element neu berechnen. Das kann einen riesen Impact machen, wenn man mal auf ältere Geräte schaut oder auch einfach viel Animation hat, irgendwie über ein Margin animieren oder so, ist meist ganz fies, weil dann einfach, dann merkt man auch, dass die Animationen gar nicht mehr oder die Transitions gar nicht mehr so fluide sind, weil er mit dem Rechnen nicht hinterherkommt. Dann hat man nicht mehr irgendwie 20 Frames pro Sekunde oder die gewünschten 60, sondern auf einmal nur noch 15 und denkt sich, das sieht aber ganz schön ruckelig aus, Heidewitzka. Das ist halt, da muss man aufpassen und deswegen nach Möglichkeit auf diese Transform bzw. die Opacities beschränken. Klar kann man da auch mal ausnehmen, man sieht es ja auch oft genug mit irgendwie Color oder so oder Background Colors, die verändert werden. Da stirbt der Browser nicht dran, man muss es nur, oder der Rechner, man muss es halt nur im Hinterkopf bewahren und sich denken, vielleicht gibt es da noch eine klügere Lösung. Besonders zum Beispiel Translate statt einem negativen oder positiven Margin oder einer absoluten Positionierung benutzen, das ist wesentlich angenehmer und macht das Ganze schneller. Das Zweite, was wichtig ist, ich habe es ja eben gesagt, es gibt zum Beispiel Transform, Translate X, Y und 3D. 3D werdet ihr in den seltensten Fällen brauchen, weil ihr eigentlich nie, also das selten was auf der Z-Achse verschiebt. Das gibt es mal, aber oft ist es eigentlich X und Y. Ähnlich ist es bei einer Rotation. Nutzt trotzdem immer die 3D-Transforms und schreibt dann im Zweifelsfall irgendwie Transform 3D 0, 0, 0 und Transform 3D 0, 10 Pixel 0. Weil in dem Moment, wo man die 3D-Transform benutzt, anstatt die normalen, fängt der Browser an, beziehungsweise der Rechner ist dann so klug und rendert das Ganze oder berechnet das Ganze über die Grafikkarte, also über die GPU, anstatt über die CPU und so wird die Rechenleistung aufgeteilt, die CPU entlastet und die Grafikkarte kann halt Grafik ein bisschen besser berechnen als so ein Kern. Deswegen nutzt das einfach, das macht es auch einfach schneller und ist im Endeffekt auch kein Unterschied, ob man da jetzt Translate X oder Rotate X oder Rotate 3D bzw. Transform Translate 3D schreibt. Es ist völlig wurscht im Workflow, macht das Ergebnis einfach nur viel besser. Beispiel habe ich ja gerade schon gesagt, ist, denke ich, hoffentlich verständlich. Also hier statt Translate X 10 Pixel schreibt man halt Translate 3D 10 Pixel 00. Und wichtig ist das halt auch beim Initialen schon zu schreiben, damit der Browser weiß, hey, das ist eine eigene Ebene, die sollte ich mal getrennt rausrendern. Dann, das möchte ich euch mit auf den Weg geben, das mache ich eigentlich immer, wenn ich so Animations- oder Designkram mache, with great power comes great responsibility und viel hilft nicht viel. Nur weil man animieren kann und jetzt weiß, wie es geht theoretisch, muss man es nicht immer zum Teufel komm raus tun. Wenn es zu viel ist, dann ist es einfach super nervig. Und es ist halt, es mag im ersten Moment irgendwie, mag das dann fancy sein, aber schaut mit den Animationen, dass ihr sie da anwendet, wo sie nicht zu sehr vom Content ab also ablenken oder Teil des Contents sind und dann irgendwie sinnschaffend sind oder halt einen Mehrwert mit sich bringen. Sonst also läuft das ganz schnell in so ein Massaker von Animationen aus. Das ist einfach krass, das ist zu viel. Deswegen Obacht. Und was ich hier in der Präsentation nicht drin habe, das könnt ihr euch mal im Hinterkopf behalten, es gibt ein Will-Change-Property für CSS. Will, wie Zukunft wird und Change, wie Veränderung. Mit dem kann man dem Browser mitgeben, welche Elemente oder welche Properties sich vermutlich bei diesem Element verändern werden. Und dann kann der Browser schon mal vordenken und sich seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Problematik an der Geschichte ist, dass da jeder Browser so ein bisschen selber draus macht, was er will.
und auch noch nicht so ganz klar ist, wie groß der Impact jetzt überhaupt ist, ob das wirklich viel bringt, weil Browser. Im IE ist wahrscheinlich dann irgendwie einfach kommt ein Smiley, keine Ahnung. Ist irgendwie kaputt, explodiert. So, dann die großen Vorteile. Prinzipiell ist es eine super einfache Anwendung, weil für eine Transition muss man eine Zeile mehr schreiben. Für eine Animation, also zumindest, bei einer Animation muss man kurz eine Animation deklarieren, was über Prozentwerte und die, also wir kennen, also wenn man CSS kennt und die Befehle kommt, also die eigentlichen Properties, die man animieren will, kommt nichts Neues dazu, außer halt jeweils der Einzeiler. Und die Cross-Browser-Kompatibilität bis IE 10 ist eigentlich ziemlich super. Also das ist größtenteils implementiert und man kann da eigentlich wenig kaputt machen, beziehungsweise es funktioniert halt einfach und da, wo es nicht funktioniert, hat man die normalen CSS-Properties, auf die zurückgegriffen wird, also man macht nichts kaputt. Es ist jetzt nicht, dass man, wie wenn man in, keine Ahnung, Flex schreibt, dass man dann schauen muss, dass man irgendwie noch eine Float-Alternative oder so hat, weil man animiert ja eigentlich keine Properties, sondern ausschließlich die Bewegungen. Die Nachteile ist, was mir nach längerer Zeit irgendwie so manchmal, was mich nervt, ist, es gibt halt keine Verschachtelung von Animationen, also man kann nicht Animation in Animation machen, falls man das mal braucht, und es gibt keine Sequenzierung, also man kann nicht sagen, wenn Animation A durchgelaufen ist, dann starte mal Animation B. Man kann das über den Animation Delay bzw. Transition Delay so ein bisschen faken, weil man halt, das funktioniert aber nur begrenzt. Irgendwann ist das einfach, wo man denkt, das kann nicht ganz richtig sein. Und entsprechend hat man einfach eine begrenzte Flexibilität. Wenn man jetzt unendlich Flexibilität braucht und irgendwie auch sowas wie Verschachtelung, Sequenzierung, kann man JavaScript benutzen. Es gibt die wunderbare GreenSock Animation Plugin Library für ganz ausgefallene JavaScript-Animationen. Damit kann man basteln, was man möchte, wenn man witzig ist. Und Fun Fact an dieser Stelle, also über GSub animieren, also die Library, ist prinzipiell genauso performant, wenn nicht schneller, wie über natives CSS. Warum das so ist, keine Ahnung. Aber da wurden Tests zugemacht und auch die Tests gemacht haben, haben keine Ahnung, woran das liegt. Aber es gab sonst immer diesen Mythos, JavaScript-Animationen sind unperformant. Das stimmt nur beschränkt. Da kommt es arg auf die Library einfach an, die verwendet wird. Oder ob man es nativ reinschreibt. Genau, das war's schon von mir. Sag mal vielen Dank. Da gibt es die Beispiele, das hilft euch nicht, aber ich poste das gleich bei Twitter, Facebook, whatever. Dann könnt ihr da reinschauen, sonst könnt ihr Lukas Jarlin bei CodePen eingeben und findet die ganzen Beispiele. Die Kollektion ist öffentlich. Ja, habt ihr Fragen? Das war jetzt der, ganz schnelle Durchlauf, ja? Ja, ich hatte mal irgendwie einen fiesen Bug in Safari, dass die Schrift, die in einem eingefederten Element drinnen ist, viel dünner war, als sie ursprünglich war. Und der Grafiker hat sich irgendwie furchtbar aufgeregt, warum die Schrift jetzt irgendwie anders ausschaut, obwohl mit der Schrift grundsätzlich nichts passiert ist, außer dass das Element mit Opacity eingefädelt wurde. Ja, Schriftrendering und und Transforms kann problematisch sein. Bei Opacity und bei Scale machen die das leider gerne. Ja. Die wird dann so fies unscharf und man denkt sich, habe ich gesoffen oder was? Ja. Manchmal hilft es da, es gibt Backface Visibility. Ich habe da alles Mögliche auch gegoogelt, da gibt es irgendwelche. Halt, und das ist auch nur in Safari irgendwie passiert und in anderen Browsern nicht. Ja, Browser. Ja. Ich habe einen anderen Fall gehabt, und zwar aber auch eine Schrift, die in der Box war, bei dem Modul, bei dem Override. Und ich habe der Schrift halt auch eine Animation gegeben. Also speziell die Schrift nochmal angesprochen und gesagt 1.1. Und dann wurde die halt nicht von der Außenrum angesprochen. Mhm. Okay, fuchsig gelöst. Vielleicht kannst du mal probieren. Fuchs? Ja? Fuchsig. Kannst du noch was sagen, wie diese Library heißt? Die JavaScript GSub, G-S-A-P, damit findest du es. Ist ein geisteskrank mächtiges Tool. Also wirklich, was so Animationen angeht, damit kann man bauen, was man möchte. Hat halt auch den ganzen Scheiß wie Sequenzierung über Callbacks, also warte wirklich, bis die durchgelaufen ist. Warte dann 2 Sekunden, mach dann mal den Kram und wenn in der Zwischenzeit das passiert ist, dann mach doch lieber den, also das ist völlig fies. Aber die ist super schnell. Also ich weiß nicht, wie die das gebaut haben. Krasses Zeug. Hast du irgendeine Spielwiese, die du zeigen kannst? So ein bisschen in Kombination? Wir haben jetzt letztens, was nur CSS-Animation ist, das wird noch aufgenommen. Willst du das aufhören? ich weiß.